Jetzt müssen wir kurz gucken hier. Genau, da vorne muss ich durch, ne? Ja. Oha, Gegner? Gegner. Von beiden Seiten, ey. Oh nein, es wurde getroffen. Nicht gut. Das ist mal gar nicht gut. Aua. Eine Ultraquader hier, ne? Na gut, hohes Kaliber brauchen wir jetzt nicht. Ich meine, nächsten Gesprächsgedingsel. Mutter war diejenige, die eine andere Welt hätte betreten sollen. Ich dachte, sie wäre stolz, dass ich in ihre Fußstapfen trete und dorthin gehe, wo sie immer hin wollte. Bin ich deshalb hier, um zu tun, was ihr verwehrt blieb? Aber das Haus wiederzusehen, fühlt sich an, als würde sie mich immer noch verurteilen. Was ist in ihrer Vergangenheit passiert, bitteschön? Okay, so, machen wir mal weiter. Einfach ganz gemütlich weiter. Wir wollen jetzt hier lang. Okay, das ist wieder so ein kleiner Weg. Ein bisschen umschauen hier. Gute Frage, ja. Hallo? Warte mal, irgendwo muss man noch nach oben können. Ach da, ja, da kommt man ja auch nicht hoch, ne? Okay, das hier vorne ist schon mal ein dicker Laden, aber ich habe nur 97. Und einfach mal so ein Rekonstruktionsdingens. Okay. Hätte ja theoretisch was, den zu benutzen. So, gucken wir erstmal. Was haben wir hier im Angebot? Silphium-Fiolen. Klingenstabilisator ermöglicht einen starken Nahkampfangriff und durchbricht gelbe Barrieren. Gelbe Barrieren? Solche schon begegnet? Glaube ich, ne? Notfallstimulanz. Bei niedriger Unversehrtheit erhältst du 15% mehr Waffenschaden. Für 300. Und Adrenalin-Kühlmittel. Oh, da fehlen mir nur noch 3. Aber das hier würde mir gefallen. Was macht der hier? Erhöht maximale Unversehrtheit um 25. Okay, so, wir haben nichts. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich habe keins davon mehr einkassieren können. Ah, okay. Den da müssen wir gleich aktivieren.
So, mal gucken, was kriegen wir hier drin? Zackengeschosse, okay. Ich habe aber immer noch erstmal Schrapnell zu steigern. Der ist am wahrscheinlichsten gerade zu erreichen. Komisches Ding hier, ey. Ui. What? Wie weit bin ich jetzt hier Alter, wie weit bin ich denn hier geflogen? Alter, was? Das ist doch irre. Moin. Von was kriege ich denn hier noch Schaden? Was war das denn jetzt gerade? Alter, ey. Boah. Odendorn. Jetzt kann man es ja mitnehmen. Odendorn. Silphiumfiole. Und. Immer der gleiche Mist. Ey, das ist doch irre. Ach hier, gelbe Barrieren. Ja, da war doch was. Und hier ist doch so ein Händler. Natürlich. Seine Schockwelle war noch da. Okay. War die noch so kräftig? Oh, ist natürlich doof, ne? Weil das habe ich jetzt überhaupt nicht im Blick gehabt. Gibt es erstmal ein Gemüf? 5 von 20. Na, hier geht's ja flott. Ja, das Doofe ist, den hier kann ich nicht kaputt machen. Ah, schade. Hier gibt es irgendwo einen Schalter. Ich habe es doch gerade irgendwie gehört. Geräusch von dem. Ich versuche halt diesen Geräusch irgendwie zu orten, ne? Aber es ist gar nicht mal so leicht.
Okay, hier ist schon mal nichts. Das heißt, es muss ja irgendwo da drin sein. Da komme ich ja gar nicht ran. Wenn das Ding da drin ist. Okay. Da komme ich nicht rein. So ein Mist. Ach, so ein Zufallsdingens. Nee, Zufall ist immer ein bisschen doof. Ja, da kommst du auch nicht anders ran. Ne? Das ist... Das ist ja keine Tentakel-Dinger, wo man sich mal so hochziehen lassen kann. Das ist also ein bisschen fail hier. Okay, wir haben dann noch ein Tor. Okay. Einmal scannen. Das Material-Gerät zum Recyceln von Materialien. Ergebnis unbekannt. Diese Aktion bestätigt eventuell Unversehrtheiten. Nutze ich mal jetzt nicht. Ich krieg irgendwie mehr Infos, dass die vielleicht doch brauchbar sind. Aloha! Also Bodendorn ist so eine OP-Waffe. Bodendorn, auf jeden Fall merken, das Ding ist gut. Haut los ab hier. Das sind zu viele. Eine Waffe? Oder was ist das? Oh ne, es war gelb, orange. Energiebarriere. Was haben wir hier? Ein Schlüssel? War auch lange nicht mehr gefunden. Also dieser Lauf ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist jetzt bis jetzt ein einziger Lauf, den ich hier abgefrühstückt habe. Ah, hier ist wieder so eine Barriere, da komme ich leider nicht ran. Das da können wir gleich abchecken. Erstmal hier lang. Und natürlich so eine Heildingens, auch sehr gut. Ja, das kann man definitiv gebrauchen. So, hallo Sarg. Gib mir Obolit, 11 Stück. Ist ja nicht gerade viel. Ja, super, es hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt, hier reinzugehen. Na gut. Weiter geht's. Enge Wege, das... Schreit doch für mich nach dem Gegner. Was? Alter, wie viel Nachwirkung hat sein Angriff? Ja, ich glaube, man merkt, ich habe hier schon irgendwie eine Waffen-Upgrade drin.
Er lebt noch? So. Stufe 4. Alles schön mitnehmen. Alles wertvoll. Alles wertvoll. Meins. 234 Obeliten habe ich jetzt. Warte mal, hä? Von hier aus kann ich doch nichts machen. Oder? Vielleicht gibt es da auch so Geheimwege? Kann ja auch sein, ne? Muss man ein bisschen suchen. So, einmal mitnehmen. Harzschild, auch mal gut, ey. Ich habe gerade was gehört. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay. Ah, okay, dann ist hier Ende. Was? Okay, da komme ich jetzt natürlich nicht rein. Ziel erreicht. Bin endlich oben. Die Energiesignatur ist hier. Okay. Ja, moin. Ja, schade, dass das Obolit da drüben ist. Da komme ich ja gar nicht ran. Oh, hier gibt es noch was zum Lesen. Wir erblickten zahllose Arme, die nach einem Wesen griffen, das wir nicht verstanden. Selbst nach zahllosen Festmädern an seinem Verstand geeignet? Flucht ohne bis in alle Ewigkeit zu leiden. Was ist denn das hier oben? Egal. Ja, da kommst du ja gar nicht weiter hier. Da hinten gibt es auch eine Waffe. Wie sieht der Handfeuerwaffe, Schalldämpfer M8 oder SD M8, keine Ahnung. Ein Durchschlag. Moment mal. Hallo? Grüß dich? Oh, hi. Als ob das doch ein Gegner ist. Ich habe einfach mal First Try rausgefunden. Schon mal die erste Phase. Wow! Alter, wie gut bin ich? Oh! Okay, Item eingesetzt. Aua! Wo ist er hin?
jetzt vielleicht wieder so ein Flugding jetzt, oder? Nee. Zweite Phase. Ja, genau. Hab ja nicht genug zu tun hier. Was hat denn der jetzt gerade gemacht? Wow! Warte! Nein! Oh. Hä? Boah! Alter! Oh, hier! Genau! First Try schaffe? Etwas Erhabenes beseitigt. Als ob ich's First Try ever schaffe? Dieser ganze Bereich, dieses Level, einfach First Try ohne Sterben. Alter, was bin ich hier für eine Maschine? Exekutionsrausch, Nahkampf, Eliminierung erhöhen, Kurztempo und Schutz um je 25%. Alter, was? Einfach mal Ultra GG. Wieder Xenotyp-Technologie an einer Leiche gefunden. Scan weist erneut auf potenzielles Anzug-Upgrade hin. Nutzung gefahrlos möglich. Okay. Als ob. Hab ich was verpasst? Oh, muss es nachholen. Systemintegration beendet. Funktionstest ausstehend. Funktionstest. Zum Ergreifen der Nähe eines Ziels Dreieck drücken. Haken nutzen. Das ist einfach mal der Enterhaken. Oh, geil. Ja, nice! Test beendet. Dient scheinbar der Überwindung großer Distanzen. Anzugstatus unbeschadet. Oh, geil. Ich hab einfach mal den Boss First Try. Ich hab dieses ganze Level hier First Try gecleared. Doch eine Chiffre abkassiert. Oh, was? Ah, nee, das brauchen wir nicht. Haben wir einen Würfel? Wir haben. Was? Wir brauchen hierfür so ein. Oh, ich hab gar keinen Würfel bekommen. Ich habe dieses Mal keinen Würfel bekommen. Bekommt schon gut Schwung, ne? Ui, yo! Sehr gut! Na klar, dass sowas gibt, hat man ja schon im ersten Abschnitt gesehen. Ja, eben.
Das Doofe ist nur, ich bin gleich tot. Aber man kommt direkt da hoch. Das heißt, wenn ich dieses Gebiet nochmal, wenn ich hier jetzt nochmal irgendwie so einen Würfel finde, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ey, mega. Dann komme ich ja ganz leicht dahin. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich sterbe gleich.